Hallo zusammen, in diesem Video geht es um ein ganz besonderes Thema, um die mentale Kraft. In jeder von uns steckt das Potenzial, die eigene Lebensqualität, allgemeine Gesundheit und unter anderem unsere Trainingswirksamkeit zu steigern. Egal wo wir sind und was wir machen, unser Gehirn und unser Körper interagieren miteinander und zwar stets. Unser Gehirn schickt Impulse unserem Körper, also den inneren Strukturen, zum Beispiel Faszien, Knochen, Innen- und Außenmuskeln. Diese reagieren und aktivieren sich daraufhin und gleichzeitig schicken diese Strukturen einen Bericht dem Gehirn über den aktuellen Zustand und darüber, was gerade im Körper geschieht. Dieser Kreislauf ist unheimlich wichtig, um gesund zu bleiben. Jetzt ist es aber so, dass manchmal unser Verstand Oberhand über diesen Kreislauf bekommt und ein bisschen diesen Kreislauf zerstört. Unsere Gedanken, unsere Emotionen bringen Hinweise und Impulse auch dem Körper. Das ist okay, der Körper reagiert darauf. Problematisch ist, wenn das Gehirn nicht bereit ist, der Bericht von diesen Strukturen nicht richtig wahrzunehmen. Das heißt, der Körper folgt stets Hinweise vom Verstand durch Gedanken und Emotionen und das geschieht nicht mehr in Kohärenz von der eigenen Beschaffenheiten, von der eigenen Biomechanik des Körpers selbst. Das bringt uns dazu, dass der Körper dann Verschleißerscheinungen oder Abnutzungen hat beim Trainieren, beim Bewegen oder beim Sein insgesamt. Wenn wir ein Bewusstsein bekommen über diesen Kreislauf und wenn wir die Fähigkeit aktiv daran teilzunehmen wieder gewinnen, dann haben wir die Zügel wieder in der Hand und wir haben eine positive Wirkung auf diesem Kreislauf. Das ist der Fokus von der Postura-Methode, von der Postura-Arbeit. Und die Aufgabe von einem Postura-Practitioner ist, klare Werkzeuge dem Teilnehmern in der Hand zu geben, damit diese mentale Kraft und dieses Potenzial wieder angezündet und geweckt wird. Im Zusammenhang mit der Postura-Methode fällt immer der Begriff differenzierte Wahrnehmung. Mit differenzierter Wahrnehmung ist eine Spezialisierung der Wahrnehmung gemeint. Ich möchte in diesem Video eben euch verraten, welche Verfahren oder was wir brauchen, um diese mentale Kraft zu wecken, um dieses Bewusstsein wieder von dem Kreislauf zu haben. Und zwar, das sind nur drei Sachen. Wir brauchen den Verstand, die Wahrnehmung und die Vorstellungskraft. Das sind die drei Ingredienten, die Zutaten, die das Dream Team ausmachen. Darin liegt die Kraft. Der Verstand liefert uns einen Stadtplan. Als Stadtplan verwenden wir die Anatomie, um uns besser zurechtzufinden. Die Wahrnehmung liefert uns die Taschenlampe, um ganz differenziert die Strukturen innen drin zu ertasten und zu aktivieren zu können. Und die Vorstellungskraft liefert uns das Licht, ein bisschen die Energie und die Klarheit, um Schalter im Körper zu wecken und zu aktivieren, die normalerweise dem Willen entzogen sind. Das ist das gesamte Geheimnis. Das macht, dass unser Training und unsere Bewegung im Alltag viel nachhaltiger und intensiver werden. Und nicht nur das, sondern das vermeidet unsere Verschleißerscheinungen oder Prozesse und unsere Abnutzung, weil wir stets unser Körper kohärent mit Gehirn und Körper eben anwenden. Nehmen wir jetzt die Situation von einer Trainingseinheit an den Geräten. Die Hinweise, die wir dafür verwenden, für diese Trainingseinheiten, sind entscheidend für die Wirkung dieses Trainings selbst. Es ist egal, ob diese Hinweise von einem Instruktor, von einem Audio oder aus unserem Gehirn selbst kommen. Es ist zum Beispiel ein Unterschied, wenn ich meinem Körper den Hinweis gebe, Rücken gerade. Er wird diesem Hinweis folgen
Und dadurch, dass es so verallgemeinert ist und ich meine Wahrnehmung vielleicht nicht so richtig eingeschaltet habe, wird der Körper diese Hinweis immer mehr folgen und folgen mit der Bewegung dazu, ohne auf den Bericht zu warten. Das heißt, der Körper folgt dem Verstand, aber der Kreislauf ist gestört, ist blockiert. Ganz anders wird es sein, wenn ich folgende Hinweise folge. Kreuzbein wahrnehmen, Kreuzbein zum Becken hin stabilisieren. Erste Lendenwirbel vom Kreuzbein lösen und nach oben befreien. Diese Impuls weiter an dem nächstliegenden Wirbelkörper leiten und so Wirbel um Wirbel diese Impuls weiter bis über die Schädelgrenze hinaus leiten. Steißbeinspitze in die Gegenrichtung ausrichten. Zugegeben, diese zweite Variante erfordert viel mehr Worte und vor allem erfordert viel mehr Achtsamkeit und Konzentration. Wir müssen dabei sein. Es zwingt uns, die Wahrnehmung differenzierter zu gestalten und vor allem unterstützt dieser Kreislauf, denn ich reagiere stets durch diesen Zustand. Wie geht es dem Körper gerade und neue Hinweise kann ich daraufhin anpassen und geben. Aber die Wirkung ist umso größer und mit steigender Sicherheit und Erfahrung wird dieser Kreislauf oder diese Art von Umsetzung von Hinweisen immer reaktionsschneller und selbstverständlicher und selbstständiger geschehen. Das ist ein wenig wie ein Rennfahrer mit seinem Rennauto, der auf die Piste möchte. Er wird umso schneller und effektiver fahren, je intensiver und je präziser er das Auto von innen kennt, bis zur letzten Schraube. Und wenn er noch dazu diese Schrauben ertastet hat und verstanden hat, welche Funktion jede Schraube hat auf die Wirkung von dem gesamten Auto, umso mehr weiß er, was er von diesem Auto verlangen kann und wie er das verlangen kann. Da hat er große Chancen, dass dieses Auto ihm auch lange erhalten bleibt. So ein bisschen ist es bei uns mit dem einzigen großen Unterschied, dass der Rennfahrer ohne das Auto auch leben kann. Und bei uns ist der Verstand und der Körper bilden eine Einheit, also das Gehirn und Körper. Diese Art von Hinweise kennt ihr aus den Übungen von den Postura-Paketen oder von manchen Videos in diesem öffentlichen YouTube-Kanal. Jetzt habe ich zwei Postura-Pakete vorbereitet, Oktober und November, für Fortgeschrittene und für Kenner der Postura-Methode. Der Fokus liegt an dieser Selbsterfahrung und die Hinweise sind genauso präzise, aber reduzierter. Normalerweise gebe ich in den Übungen mehr Hinweise als diese zwei Paketen, um diese Vorstellungskraft und diese Wahrnehmung noch klarer wecken zu können, damit der Teilnehmer noch besser sich zurechtfindet und begleitet wird. Jetzt mit diesen zwei Postura-Pakete für Fortgeschrittene möchte ich den Fokus dazu bringen, die Selbsterfahrung zu machen. Also mit den reduzierten Hinweisen, dass diese Vorstellungskraft und diese Wahrnehmung schon als Selbsterfahrung angezündet wird. Ich bin sehr gespannt auf eure Rückmeldung. Ich hoffe, es gefällt euch. Machen wir uns an die Arbeit und wir sehen uns gleich auf der Matte. Tschüss, ihr Lieben! Was ein Postura-Paket ist und wie ihr es bekommen könnt, könnt ihr in der Videobeschreibung lesen. Bis bald, ihr Lieben. Tschüss.